inside of me. I do hope I can control it. Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich glaube, der Titel, der sagt schon genug aus. Willkommen zurück zu Furious Gaming. Hier sieht eure Alex. Wir pullen in Honkai Star Rail für Blade seinen Lichtkegel, weil ich habe Blade im ersten Multi schon bekommen und deswegen dachte ich mir, holen wir uns einfach auch seinen Lichtkegel oder wir versuchen es zumindest ihn zu kriegen. Man weiß ja nie, wir haben 18.900 Games und 3 Tickets. Das reicht für... Warte, rechnerisch. 12 Multis und ein bisschen. Plus, minus. Anyway, gehen wir mal rein und versuchen wir, ob wir seinen Lichtkegel auch noch haben können und unser Daddy Blade komplett ist. Mit chilliger Star-Rail-Musik. Der ist es schon mal nicht. Weil Oyo spoilert dir ein bisschen, ob es ein 4-Star oder ein 5-Star Item ist. Aber wir haben noch einen Astadupe. Das ist super, weil ich habe sie noch nicht E6 gehabt. Interessant, sind hier überhaupt Charaktere drin. Aber wir gehen weiter rein. Ich weiß übrigens nicht mal mein PT vorher, das nehme ich sehr gerne an. Weil den spiele ich tatsächlich sogar auf jemanden. Okay, 2, geil. Warum nicht? Ich habe sogar nicht mal was dagegen, wenn ich den 50-50 verliere. Weil ich habe, glaube ich, noch keinen 5-Star-Charakter-Lichtkegel. Also ich akzeptiere legit jeden, der da drin ist. Oder drin kommen kann. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dritter Multi? Dritter Multi kickt rein? Eventuell? Den hatte ich auch noch nicht, den nehme ich. Was ist es? Was ist es? Welcher ist es? Blade seiner? Blade seiner? Baiguira. Ah, akzeptiere ich auch. Den akzeptiere ich definitiv. Baiguira ist allgemein sehr stark, weil ich bin gerade eh einen Heiger am Leveln. Und dann kann ich ihr gleich den Lichtkegel nehmen. Weil Blade braucht Heiler. Er kann leider mit Gephardt nichts anfangen, musste ich feststellen. Sampo habe ich schon E6, er bringt mir leider gar nichts. Also natürlich bringt er mir die Sachen in den Shop. Wir können natürlich auch die Coins im Shop auskaufen und dann noch einen letzten Multi zusammenzukratzen. Das wäre natürlich auch eine Option. Ion hatte ich sogar auch noch nicht, okay. Wir kriegen immer ein paar Lichtkegel 4-Stars, die wir noch nicht besessen haben. Das finde ich natürlich sehr akzeptabel. Oh? Habe ich da richtig gesehen? Sehr, sehr gutes Zeichen, sehr gutes Zeichen. Komm schon, zeig ihn mir. Zeig mir Daddy Blade sein Lichtkegel. Let's fucking go! Wir haben ihn und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nein, wir machen noch weiter. Aber das ist dann immerhin schon mal ein sehr erfolgreiches Summon. Und wisst ihr, was das Schönste an Games von HoYoVerse ist? Das hier drüben, dieser Lichtkegel da unten. Ich wusste, dass das der nächste 5-Star ist, weil HoYoVerse hat ein sehr, sehr gutes, wenn nicht gar für mich das beste Gacha-Pity, was existiert. Wisst ihr, welches Game das nicht hat? Welches Game nicht ein gutes Pity hat, sondern ein wahnsinnig beschissenes? Ihr wisst, wovon ich rede, ohne dass ich den Namen sage. Und deswegen sammeln wir weiter. Aber es hat sich auf jeden Fall schon sehr stark gelohnt.
Sind das Five-Stars back-to-back? Was geht hier ab? What the hell? Also ich liebe dich, HoYoVerse, ich spiele gerade deine Games, aber also jetzt, also jetzt, what the fuck? Wir haben einfach zweimal, Alter. Back-to-back Brezgich-Kegel. Das ist einfach. Ich liebe HoYoVerse so sehr. Ich liebe HoYoVerse so sehr. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich jetzt bin. Muss ich überhaupt noch weiter rein? Scheiß drauf, wir gehen weiter rein. Wir ballern alles da rein. Kack drauf, das ist die Idee vom Video, also. Ich hab nicht gerecht, dass er so früh kommt, aber hey. Aber es war jetzt schon mehr als erfolgreich. Definitiv. Was gehen wir noch für 4 Stars, sorry? Eine, die ich brauchen kann? Oh, sie ist auch nicht E6 gewesen. Nehme ich sehr gerne. Noch ein 4-Star. Der wieder. Ich glaube, wir haben ihn jetzt schon 4 Mal bekommen oder so. Also wir können ihn fast maxen. Er ist aber, glaube ich, gar nicht mal so bad auf manchen, oder? Moment, ich muss immer durchgehen, was er nochmal macht. Ich weiß es gar nicht mehr im Kopf gerade. Erhöht vom Träger pro seinen Schaden 20%. Der Träger fügt außerdem Gegnern, deren aktueller LP-Prozentsatz gleich oder höher als der aktuelle LP-Prozentsatz des Trägers ist, zusätzlich 20% Schaden zu. Ah, ich habe also Blade und seine beste Alternative direkt gefunden. Gezogen. Okay. Noch ein 4-Star. Sampo, dich habe ich leider schon E6. Das ist halt wirklich der einzige, den ich nicht pullen will. Akzeptiere ich, weil die haben wir in dem Band das erste Mal bekommen. Das ist jetzt schon die zweite. Aber Sampo, ich mag dich, Sampo. Du carries mich noch ziemlich durch die Simulation, aber du kannst jetzt auch mal ein bisschen wegbleiben, gell? Also, du kannst jetzt mal ein bisschen wegbleiben. Ein bisschen so Sicherheitsabstand, weil so Corona ist ja schon nicht so ganz so weg und. Das Gute ist, egal, wenn jetzt hier nur noch 4-Stars kommen. Die waren schon erfolgreich. Ich habe zweimal seinen Kackig-Kegel gezogen. Was ist das? Back-to-back vor allem. Ich bin so happy. Und ich glaube, spätestens jetzt ist der gemaxt. Oh? 5-Star-Item? Wenn das Ticket Regenbogen ist, wird's 5-Star. Und halt, wenn die Tür golden ist, spätestens dann sieht man's. Ist das doch mal Blades? Gewinnen wir 2 50-50s back-to-back? Was jetzt waren gewonnen 50-50. Ja. Klaras! Ich liebe HoYoVerse. Ich kann meine Fröhlichkeit gerade nicht in Worte fassen. Clara ist neben Welt einfach mein Main. Sie ist in meinem Main-Team, carryt mich durch gefühlt jeden Content gerade. Und ich habe jetzt einfach ihren eigenen Lichtkegel, finally. Ich bin so happy. Wir haben Blade zweimal und ich habe ihren eigenen. Und wir haben sogar noch einen Multi vor uns. Das ist, ich bin so unfassbar glücklich gerade. Das Einzige, was jetzt noch fehlen würde, wäre Welt sein. Aber das ist einfach jetzt wirklich ein bisschen viel verlangt, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber wir haben... Ich weiß nicht, was ich sagen soll, es tut mir leid. Sampo, ich hab dir gesagt, du kannst wegbleiben. Aber du kannst mir jetzt auch helfen, weil vielleicht kriege ich genug Tickets durch dich jetzt. Gucken wir mal, wir haben noch 200. Schauen wir mal im Shop, wie viele Tickets könnten wir denn holen dafür. Wo sind sie da? Sternlicht. Das sind 16. Gehen wir mal auf 9. Dann haben wir noch einen einzigen Multi mehr. Und den Rest, den spare ich einfach mal für andere Cars oder je nachdem. Machen wir das jetzt zum letzten Multi in diesem Video. Oder lecken wir Blut und machen noch eins Single Summons. Wir könnten auch Blut lecken und Single Summons machen. Ich glaube, ich sehe uns da. Machen wir einen Deal. Wenn da jetzt ein Sampo bei ist, machen wir Single Summons.
Aber ich glaube, jetzt ist Sapo wegbleiben. Sampo sagt nein. Und es ist wahrscheinlich auch sogar schlauer so. Obwohl. Ich weiß nicht, Leute. Irgendwie will ich gerade wissen. Irgendwie nein. Es sind halt 8, ne? Nein, wir lassen es. Wir sparen das. Wir sind erfolgreich. Diese Summons, die waren absolut erfolgreich. Wir können unseren lieben Sexy Blade geben, was er verdient hat. Du kannst nämlich hier deinen komischen Twister. Ich muss hier mit dem Twister spielen. Genau so ein Ding ist das, weil ich hatte nicht mal seine beste Alternative. Aber wir haben jetzt hier. Und wir können ihn sogar noch bündeln. Ich bin so unfassbar glücklich. Daddy Blade. Ich liebe dich so sehr. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das war eure Alex. Wünsche euch noch einen schönen Wochenstart. Ciao.